Hallo bei mir im Küchengarten. Heute mit neuer Brille. Ich habe eine neue gebraucht. Meine alte war schon über 10 Jahre alt. Und dann muss man mal auch eine Veränderung vornehmen. Ich wollte etwas, was die Falten ein bisschen verdeckt. Wie gefällt sie euch? Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar. Ich melde mich heute nur mit einem ganz kurzen Video zum Steckzwiebel-Experiment. Es ist nämlich das erste Mal seit 2 Wochen, dass es nicht furchtbar regnet, also richtig Hunde und Katzen schüttet. Das war die letzten 2 Wochen wirklich schrecklich. Ich bin hier richtig am Katastrophenbegrenzung machen. Der Entenauslauf draußen war richtig überschwemmt. Und hier ist alles gesprießt, auch das, was man nicht will. Aber mehr dazu gibt es dann zum großen Gartenrundgang Juni. Den bin ich auch gerade am Filmen. Da ich aber schon lange kein Update mehr zu den Steckzwiebeln gemacht habe, die Jonas an diverse Garten-YouTuber versendet hat, möchte ich das zuerst machen. Denn viele von euch hat das Thema interessiert. Selber Steckzwiebel herstellen und die dann in verschiedenen Regionen Deutschlands und bei mir der Ostschweiz anzubauen, zu schauen, wie das funktioniert. Und die Bedingungen waren natürlich aufgrund dieses extrem nassen Frühlings hier bei mir nicht so erstklassig, aber das gehört auch mit dazu. Und jetzt schauen wir uns mal an, was sich da getan hat. Bevor wir damit loslegen, habe ich aber eine Frage an euch. Ich stand ja bei dem Intro neben meinen Heidelbeertonnen und Töpfen und da fiel mir eine ganz neue Art von spinnenartigen Käfern auf, die ich bis jetzt noch nie in meinem Garten gesehen habe und das gleich zuhauf an diesen Töpfen. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Weiß jemand, was das ist? Und weiß jemand, ob das schädlich ist, ob ich was dagegen tun muss? Es bleibt spannend hier im Küchengarten. Dann gehen wir mal gemeinsam nach hinten in meinen Küchengarten zu meinem Gewächshaus. Da habe ich ein Frühbeet, da habe ich recht zeitig im Jahr, schon Ende März, die Steckzwiebeln der Gemüsezwiebel hineingesetzt. Dazwischen hatte ich zur gleichen Zeit Salat gepflanzt, um den Platz besser auszunutzen. Die erste Partie konnte ich schon wunderbar ernten, aber jetzt seht ihr, sind die Schnecken wahnsinnig aktiv. Lustigerweise, all meine Zwiebelgewächse lassen sie mir in Ruhe, aber natürlich, der Salat ist nicht zu schützen. Wir führen dieses Zwiebelexperiment ja mit 3 Sorten der Gemüsezwiebeln aus, der Exhibition, der Ailsa Craig und der Kelsey. Die ersteren 2 sind hier in diesem Beet, die Kelsey an einem anderen Ort, das zeige ich euch später. Über den Stand der Dinge weiß ich nicht so richtig, was ich denken soll. Ja, die Zwiebeln hatten es schwer, es war sehr kalt und auch natürlich sehr nass. Es hat teilweise auch gestürmt bei uns. Wir hatten zwar keine Minusgrade und ich habe auch ein Dach gehabt, was ich bei diesem Frühbeet zuklappen konnte. Trotzdem, ihr seht es, sie stehen jetzt nicht sehr stark da. Sie sind teilweise umgefallen und das Grün ist eher lapprig. Ich habe auch schon teilweise abgerissen, also gereinigt, die eher verfaulten Grünreste weggerissen. Ein paar der Zwiebeln haben sich auch geteilt. Da kommen jetzt 2 Knollen raus. Klar sind sie jetzt im Vergleich zu meinen aus Samen gezogenen größer. Allerdings sehe ich bis jetzt noch keine richtige Knollenbildung. Es heißt abzuwarten. Schauen wir uns jetzt einmal die Zwiebeln an, die ich selbst aus Samen gezogen habe. Und zwar mache ich es da jedes Jahr so, weil ich ja nicht endlos Platz habe, dass ich sie immer zwischen andere Kulturen stecke, wo gerade Platz ist. Hier zum Beispiel zwischen meine Kohlrabi. Und hier muss ich sagen, dass ich sehr zufrieden bin, wie sie sich entwickeln. Wenn man bedenkt, wie klein die am Anfang immer sind, wenn ich sie auspflanze. Und die Kohlrabi sind jetzt bald erntereif und dann haben die Zwiebel auch mehr Platz und mehr Nährstoffe, um dort noch größer zu werden. Einen weiteren Standort in Hochbeet Nummer 1 möchte ich euch noch zeigen. Wie gesagt, ich habe die Gemüsezwiebel wirklich überall. Und da sieht man deutlich, dass sie größer sind als jene zwischen den Kohlrabi. Und das kommt natürlich daher, weil sie hier die Nährstoffe nicht teilen mussten. Wenn wir nun von Hochbeet Nummer 1 hinüber zu meinem Fensterkasten schwenken, dann kommen wir zu der Stelle, wo ich die einzelne Kelsey-Steckzwiebel im März gepflanzt habe.
Schon damals war ich mir nicht sicher, ob es diese einzelne einsame Steckzwiebel schaffen würde. Deswegen habe ich hier an der Südwandseite meines Hauses einen prominenten Platz gegeben, wo ich mich eigentlich gut um sie kümmern hätte können. Aber wenn wir uns das jetzt genauer anschauen, hat sie es leider wirklich nicht geschafft. Sie ist im Boden komplett verfault. Das war's auch schon zu den Steckzwiebeln mit einem Update im Juni 2024. Gerne dranbleiben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Video hier im Küchengarten.